Man sagt, dass aus jungen Huren alte Betschwestern werden, aber das trifft bei mir nicht zu. Ich bin frühzeitig zur Hure geworden, ich habe alles erlebt, was ein Weib im Bett, auf Tischen, Stühlen, Bänken, an kahlen Mauerecken gelehnt, im Grase liegend, im Winkel dunkler Haustore, in Chambres Separées, im Eisenbahnzug, in der Kaserne, im Bordell und im Gefängnis überhaupt nur erleben kann. Aber ich bereue nichts von alledem. Ich bin heute bei Jahren, die Genüsse, die mein Geschlecht mir bieten kann, sind im Entschwinden begriffen. Ich bin reich, bin verblüht und sehr oft ganz vereinsamt. Aber es fällt mir nicht ein, obgleich ich immer fromm und gläubig gewesen bin, jetzt Buße zu tun. Aus Armut und Elend, wie ich entstammt bin, habe ich alles meinem Körper zu verdanken. Diesen gierigen, zu jeder Sinnenlust frühzeitig entzündeten, in jedem Laster von Kindheit oft geübten Körper wäre ich verkommen. Wie meine Gespielinnen, die im Findelhaus starben oder als abgerackerte, stumpfsinnige Proletarierfrauen zugrunde gingen. Ich bin nicht im Dreck der Vororte erstickt. Ich habe mir meine schöne Bildung erworben, die ich nur einzig und allein der Hurerei verdanke. Denn diese war es, die mich in Verkehr mit vornehmen und gelehrten Männern brachte. Ich habe mich aufklären lassen und gefunden, dass wir armen, niedrig geborenen Weiber nicht so viel Schuld haben, als man uns einreden möchte. Ich habe die Welt gesehen und meinen Gesichtskreis erweitert. Und alles das verdanke ich meinem Lebenswandel, den man einen lasterhaften nennt. Felix Salten, in erster Linie deswegen, weil ich mit ihm ein Buch assoziiere, von dem man gar nicht weiß, ob es denn tatsächlich von ihm ist, nämlich die Josephine Mutzenbacher, die Erlebnisse einer Wiener Dirne, glaube ich, oder so ähnlich heißt es im Untertitel. Über dieses Buch habe ich einerseits vor 15 Jahren ungefähr selbst einmal geschrieben und ich habe versucht, eine neue Fassung zu schreiben. Es hat bei mir dann Scala Santa oder Josephine Wurzenbachers Höhepunkt geheißen, wo ich das in die Gegenwart transportiert habe und das hat mich sehr fasziniert. Zum anderen wollte ich immer ein Theaterprojekt machen, bei dem in einer Parallelhandlung sowohl die Bambi-Geschichte als auch die Mutzenbacher-Geschichte vorkommen und zwar so gedacht, dass die Rehe eigentlich die pornografischen Texte sprechen und die quasi das dirnenhafte Milieu dann die Rehtexte spricht. Das hat mir immer gut gefallen. Deswegen war meine erste Assoziation Bambi Salten. Ich war einerseits schon auch schockiert und fasziniert davon, dass es im Prinzip eine reine Kinderpornografie ist, also weil die Erlebnisse der Mutzenbacher sind ja von einem Mädchen von 5 bis 14, also das hatte ich so natürlich nicht in Erinnerung, das liest man wahrscheinlich auch anders und da war ich schon ziemlich schockiert, wie mir das dann zum Bewusstsein gekommen ist, dass das richtig ein sexueller Text ist aus der Perspektive eines Kindes. Zwar reflektiert dann durch die alte Hure erzählt, aber doch dieses Kindliche. Wie es dann ist, warum man von einem Text gepackt ist, ist schwer zu sagen. Man hat ein Grundfaszinosum, beginnt dann zu schreiben und wie man das halt als Autor oft macht, wirft man auch sehr viel wieder weg und bei manchen Texten eben nicht und bei dem Text war es wahrscheinlich schon so, dass dieses Wienerische, diese Vorstadt, ich habe zu dem Zeitpunkt selbst in Hernals gelebt, wo auch die Mutzenbacher spielt, also dieses sehr, sehr bodenständige Wienerische, das hat mich wahrscheinlich immer fasziniert, weil ich die Poesie des Volkes eigentlich, das war für mich immer Quelle all meiner Dichtung, würde ich sagen, also diese Sätze, die man so aufschnappt, wenn man einkaufen geht, wenn man zur Post geht, wenn man einfach auf der Straße ist und man hört irgendeinen Satz und bei mir ist es dann so, dass diese Sätze sofort weiter verwurstet werden, verarbeitet werden und dann oft kleine Texte ergeben und das war eine gute Brücke oder es war ein gutes Sprungbrett vielleicht, dieser Mutzenbacher Text. Ich habe ihn dann natürlich auch, wie man es wahrscheinlich machen muss, wenn man so ein Projekt angeht, irgendwann auch weggelegt und vergessen darauf. Also man liest es zuerst, ist fasziniert, beginnt dann selbst weiterzuschreiben und vergisst dann irgendwann einmal das Original, um irgendwie zu etwas Eigenem zu kommen. Und meine
Mutzenbacher ist dann auch sehr viel unsexueller, da geht es viel mehr um die, vielleicht um die Inselwesen, als die ich die Österreicher wahrnehme, als diese seltsamen Monolithe, dass jeder seine eigene Weltwahrnehmung hat, wie man auf einer Insel leben würde und jeder hat so sein Erklärungsmuster für die Welt, das von außen betrachtet immer leicht skurril ist, wenn man aber einsteigt, irgendwie durchaus eine in sich schlüssige Logik beherbergt. Wahrscheinlich liegt es an Österreich, dass der Österreicher dazu tendiert, dass alles, was tot ist, irgendwie zuerst einmal mit Zuckerguss zu begießen. Das ist ja beim Nestor genauso passiert, beim Raimund, also bei dieser ganzen Tradition des Wiener Volksstückes. Das wird halt dann irgendwo ein bisschen aufgelockert, ein bisschen leichter gemacht. Herzmanowsker Land ist auch so ein Fall. Also das wird dann einfach, die allerärgsten Stellen werden halt dann vielleicht rausgestrichen und dann bleibt so das Punschgrabferl über, die Kardinalschnitte, die halt allen zumutbar ist. Und es ist natürlich auch das Progressive, das Revolutionäre, das diese Texte gehabt haben vor 100, 120 Jahren, das ist natürlich auch verloren gegangen, weil wir eine andere Zeit haben. Aber es ist eben leichter konsumierbar, weil die Autoren sind tot, die Zeit ist eine andere. Also man kann sich jetzt viel leichter damit schmücken. Aber im Prinzip, glaube ich, hat Literatur, gute Literatur, wahrscheinlich immer was Revolutionäres oder was etwas gehabt, muss nicht unbedingt revolutionär sein, was verunsichert hat zumindest, was Dinge in Frage gestellt hat. Also das ist dann meist die Literatur, die sich über eine längere Zeit hält, weil alles andere ist ja uninteressant, das ist ja dann sehr nahe am Kitsch oder an der reinen Unterhaltung, sagen wir mal so. Wir leben natürlich in einer Zeit, wo man nicht mehr einen Leserbrief schreiben muss. Das habe ich auch eine Weile lang bekommen, diese Leserbriefe. Aber heute gibt es ja dieses Internetzeitalter, wo man einfach, weiß ich nicht, alle möglichen Beleidigungen sehr schnell abgesondert in Postings liest. Ja, ich denke mir halt, da hat mir meine erste Frau sehr geholfen. Die hat gesagt, die Gesellschaft braucht vielleicht so ein Korrektiv. Man muss ja irgendwie was, wenn man jemand liebt, dann muss man den auch irgendwann einmal befetzen können. Und das muss man irgendwie auch ertragen, damit man dann auch wieder geliebt wird. Es ist natürlich schwierig, weil man sich dann denkt, okay, da leben Menschen auf der Straße, die einen hassen oder die einen völlig unbegabt halten oder die denken, das ist überhaupt der letzte Trottel oder das letzte Arschloch. Also die Beleidigungen gehen ja dann wirklich ganz, ganz tief. Mir hilft dann meistens, wenn ich in Wien mit der U-Bahn fahre und mir so mit vorstelle, wer könnte jetzt was geschrieben haben und dann schaue ich mir die Gesichter an und denke mir, ja gut, der ist halt der Meinung, also von dem will ich jetzt auch nicht geliebt werden. Das ist dann für mich, also die Rückführung in eine Realität ist da sehr hilfreich. Also wenn das jetzt abstrakte Personen sind und ich denke mir, die sind jetzt ganz toll und belesen und gescheit und schimpfen aber so auf mich, dann ist es schwerer hinzunehmen, wie wenn man sich halt irgendwann rauspickt, der einem nicht gefällt, wo man sieht, der hat irgendwelche Probleme, der ist sexuell unterfordert oder was immer, dann kann man das leichter hinnehmen. Aber ich finde es wunderbar, so ein Kind kommt in dieser Sekunde zur Welt und kann gleich auf den Beinen stehen. Ich finde es vornehm. Ich finde überhaupt, dass alles bei euch Rehen sehr vornehm ist. Kann es auch gleich laufen? Gewiss, entgegnete die Mutter leise. Aber Sie müssen entschuldigen, wenn ich jetzt nicht imstande bin, ein Gespräch zu führen. Ich habe jetzt sehr viel zu tun. Außerdem fühle ich mich noch ein wenig matt. Lassen Sie sich durch mich nicht stören, sagte die Elster. Viel Zeit habe ich ja auch nicht. Aber so etwas sieht man nicht alle Tage. Ich bitte Sie, wie umständlich und wie mühsam geht es bei uns in diesen Dingen. Da können sich die Kinder nicht rühren, wenn sie aus dem Ei sind, liegen hilflos im Nest und brauchen eine Pflege, sage ich Ihnen, von der machen sie sich natürlich keinen Begriff. Was für eine Arbeit hat man, sie zu füttern, was für eine Angst, sie zu bewachen. Ich bitte Sie. Denken Sie einmal darüber nach, wie anstrengend das ist, für die Kinder Futter zu holen und gleich aufpassen zu müssen, dass ihnen nichts geschieht. Sie können sich ja nicht helfen, wenn man nicht dabei ist. Geben Sie mir nicht recht? Und wie lange muss man warten, bis sie sich rühren können? Wie lange dauert das, bis sie Federn kriegen und nach etwas anständigem aussehen? Verzeihen Sie, erwiderte die Mutter, ich habe nicht zugehört. Die Elster flog davon. Dumme Person, dachte sie für sich. Vornehm, aber dumm.
Ich habe festgestellt, dass immer die Leute konkurrieren, die sich sehr nahe sind. Also die, wenn es zwei Exilautoren gibt in Österreich, dann kann man sicher sein, die sind verfeindet. Obwohl man eigentlich jetzt als Außenstehender denken würde, die machen ganz ähnliche Dinge, haben eine ähnliche Herkunft, haben die gleichen Probleme. Nein, die beißen wie Hund und Katz aufeinander. Wenn es zwei Jungautorinnen gibt, ist genau das Gleiche. Also man kämpft irgendwie um einen Platz, wo man halt glaubt, da gibt es nur einen, statt dass man sich jetzt irgendwie zusammentut. Und ich fürchte mal, dass diese Gesellschaft, dieser Kapitalismus, dieser Literaturmarkt jetzt, dass der das schon verschärft. Dass man, also ich habe in einer Zeit, wo ich völlig unbekannt war, mit anderen unbekannten Autoren, die damals halt auch alle irgendwie Erfolg haben wollten, da gab es richtig eine Gruppe, da bildete man eine Gemeinschaft, da konnte man irgendwie, es gab einen gemeinsamen Feind natürlich auch, und da gab es kein Konkurrenzdenken, keinen Neid, da war man befreundet sozusagen und hat auch gern Zeit miteinander verbracht. Ähnliches habe ich erlebt kurz nach dem Umbruch in Tschechien, in der Slowakei, in Ungarn, in Ostdeutschland, wo die Leute noch keinen Erfolg hatten, wo man irgendwie gemerkt hat, die haben eine andere Mauer, gegen die sie anlaufen. Da geht es nicht darum, wer jetzt ein bisschen mehr Erfolg hat wie der andere. Und das war, wie ich es erlebt habe, immer zu einer Zeit, wo bereits ein, zwei Autoren einen Westverlag hatten, ein bisschen einen Erfolg hatten, Stipendien hatten in Deutschland. Und das waren bereits die Verräter. Also jeder musste für sich es irgendwie sich so hindrehen in seinem Hirn, dass er eigentlich sich selbst treu geblieben ist und der Erfolg hatte, war der Böse. Und so funktioniert wahrscheinlich der Kapitalismus. Und es gab ja, sagen wir mal, vor 10 Jahren noch Diskussionen, wie Literatur auszusehen hätte. Experimenteller, sprachreflexiver, nur erzählerisch. Da ist noch viel mehr, was die Form betrifft, diskutiert worden. Das ist jetzt alles irgendwie verloren gegangen. Jetzt geht es nur darum, dass man so schreibt, dass das irgendwie verkauft wird. Und das ist natürlich für die Literatur, glaube ich, eine bedenkliche Entwicklung, aber vielleicht oder wahrscheinlich kommt auch da wieder irgendetwas Neues. Es wird dann wieder jüngere Autoren geben, mit denen man als Älterer dann auch wieder gut kommunizieren kann, weil das keine direkten Konkurrenten sind. Also das ist wahrscheinlich eh immer irgendwie. Man muss jetzt für sich einen Umgang damit finden. Dann ist es schon richtig, wie es ist. Ich bin am Land aufgewachsen. Das heißt, ich habe eigentlich alle meine Sommer, also ich habe mein ganzes Leben am Land verbracht. Und da waren die Sommerfrischler eigentlich immer die Bösen. Das waren die Touristen, das waren die Leute, die in einer Verkleidung angekommen sind, die in die Restaurants gegangen sind, wo es teurer war, die nichts aufs Geld schauen mussten. Das waren die bösen Wiener oder die bösen Deutschen. Und ich sehe mich eigentlich nach wie vor eher, also ich habe wahrscheinlich jeden Sommer am Land verbracht, aber ich bin immer noch geistig eher bei den Menschen, die halt im Sommer dann Gummistiefel anhaben und irgendwelche Schlapfen und wo es halt nur auch Schürzen gibt oder eine Arbeitshose und vielleicht noch eine Sonntagshose und wo man ja sowieso nur im Gatschermann ansteigt. Also wo es irgendwie nicht diese Verkleidung gibt, nicht dieses Promenieren müssen durch den Wald, das war mir immer fremd. Aber ich, durch dieses Aufwachsen am Land und weil ich jetzt doch schon seit sehr, sehr langer Zeit in der Stadt lebe, aber irgendwie so eine Naturverbundenheit habe, also ich liebe die Natur, ich bin jedes Mal wieder überwältigt, wenn ich einfach, weiß ich nicht, Viecher sehe, irgendwelche Käfer, die rumkreuchen, die dann stechen, die kopulieren, die keine Ahnung was machen, irgendwo Netze mit Raupen und Spinnen und Rehe vielleicht, das bringt dann sehr runter. Also für mich ist das schon so eine Zeit, die mir sehr wichtig ist im Jahr, wo ich auch das Gefühl habe, ich kann da meine Batterien aufladen, ich komme da auch zu sehr viel existenzielleren Gedanken, wie ich in der Stadt fähig wäre. Und aber das geht eben nur, wenn ich da nichts beweisen muss, wenn ich so im Niemandsland, im nicht medial beobachteten lebe sozusagen. Also ich meine, ist natürlich dann meist so, dass ich doch zumindest in Österreich so bekannt bin, dass mich meistens irgendwer immer erkennt. Aber das beschränkt sich dann halt auf ein paar Menschen und wenn ich bei meinen Eltern bin, dann kennen mich auch die Nachbarn, das ist eh klar. Also das kann man dann relativ schnell ablegen und dann bleibt halt doch diese alles zuwuchernde Natur, wo man das Gefühl hat, da
der Mensch ist vielleicht nur ein temporäres Ereignis und es ist alles nicht so wichtig, wie man es nimmt in der Stadt. Dass die Natur beseelt ist, also das entspricht auch meinem Glauben wahrscheinlich mehr wie dieser Monotheismus. Man kann auch den Monotheismus so auslegen, dass er in allem Gott wohnt und das, ob das jetzt sprechen kann oder, aber es hat irgendwie, es ist erschaffen, es hat irgendwie eine Seele, es ist irgendwie Schöpfung, es ist irgendwie auch achtenswert. Das ist auch etwas, was ich irgendwie meinen Kindern versuche mitzugeben, dass jedes Viech, ganz egal wie ekelhaft es im ersten Moment erscheinen mag, eigentlich Teil der Schöpfung ist und irgendwie zu achten ist. Und da hilft so etwas. Das ist natürlich mit einem Reh wahrscheinlich leichter möglich, wie wenn man jetzt irgendeinen schiere Seegurken hernimmt oder keine Ahnung, was es da für Tiere gibt. Oder irgendeine unangenehme Gelse, die dann vielleicht eine Malaria überträgt.